Tag zusammen. Eine der existenziell wichtigsten Fragen heutzutage lautet: Welches Programm färbt Schwarz-Weiß-Fotos besser ein? Adobe Photoshop mit seinen neuralen Filtern oder MyHeritage mit seiner Fotofärben-Funktion? Da hilft nur testen. Und wer könnte diesen Test besser begleiten als ein neutraler, gefühlloser Computer? Genauer gesagt, ich, Markus, eine der deutschen Stimmen von Apple. So wie ich, Siri, gleicher Verein. Wir werden diesen Vergleich beobachten und kommentieren. Insgesamt werden 10 alte Schwarz-Weiß-Fotos jeweils mit Adobe Photoshops neuralen Filtern gegen MyHeritage antreten. Schauen wir mal, was passieren wird. Also, nochmal, Tag, lass die Spiele beginnen. Und viel Spaß. Und viel Spaß. Photoshop. Im Foto-Abo ab 11,89 € pro Monat erhältlich. MyHeritage, das Komplett-Abo kostet 259 € pro Jahr, um eine unbegrenzte Anzahl von Fotos kolorieren zu können. Andere Nutzer können bis zu 10 Fotos kostenlos kolorieren oder wiederherstellen. Nicht-Abonnenten werden ein Wasserzeichen des MyHeritage-Logos rechts unten auf ihren Fotos sehen. MyHeritage. Die Bedienung ist schlicht gehalten und dürfte auch nach dem dritten Bier noch gut zu bedienen sein. Ein Bild auswählen und hochladen. Fotos mit maximal 5000 Pixeln Breite sind möglich. Das Bild kann verbessert und koloriert werden. Erkennt MyHeritage Fehler im Bild, bietet es eine Reparaturfunktion an. Man kann zwischen 3 Farbmodi wählen, je nach Bildmotiv bieten diese eventuell Vorteile. Die Farbmodi können nachträglich geändert werden. Ansonsten können noch die Sättigung und der Kontrast eingestellt werden. Das Ergebnis kann anschließend geladen und lokal abgespeichert werden. Photoshop von Adobe. Damit die neuralen Filter arbeiten können, muss das Bild im RGB-Modus vorliegen. Der Filter Staub und Kratzer kann leichte Störungen entfernen. Der Menüpunkt Färben. Hier kann man zwischen verschiedenen Farbprofilen auswählen, die Sättigung und die Farben abändern. Ja, mit Photoshop kann man natürlich manuell färben, auch die neuralen Filter bieten einen manuellen Modus an. Dieser Vergleich soll aber die Unterschiede des jeweiligen Automatikmodus zeigen. Anders gesagt, welches Ergebnis kommt zustande, wenn eine unbegabte und ungeduldige oder eine begabte ungeduldige Person auf das Knöpfchen Färben drücken tun tut? Photoshop. Die Hauttöne wirken noch einigermaßen realistisch, aber die Lippen erwecken den Eindruck, als ob sich der nette Verwandte heimlich den Lippenstift seiner Gattin geborgt hätte und kläglich beim Auftragen versagt hat. Was ihm vermutlich passiert ist, als er einen Blick auf die Flasche Cora geworfen hat, dessen oberer Inhalt ungesund metallisch ausschaut. Wenig Kritik gibt es bei seinem Anzug und dem Rest der Elemente. MyHeritage. Die Hautfarben wirken etwas realistischer, der Rest wirkt weniger grünlich. Was auffällt, beide Programme scheinen Probleme zu haben, alkoholische Getränke ordentlich einzufärben. Stößchen. Photoshop. Die Farben wirken weitgehend natürlich. Vereinzelt werden Kleidungsstücke in mehreren Farben dargestellt, einige der Hände sind nicht als solche erkannt worden und sind mit einem grauen Farbton eingefärbt. Hui, was für ein süßer Hund, Wutzi-Dutzi. MyHeritage. Das Bild wirkt klarer, als ob ein Dunstschleier entfernt wurde. Die Farben wirken kräftiger, alle Gliedmassen sind als solche erkannt und entsprechend eingefärbt. Der finstere Blick der zwei Damen zur Rechten wirkt dadurch allerdings noch etwas intensiver, und sie wirken wie die Gegenspielerinnen in einem Batman-Film. Grüße vom Joker. Muhahaha. Der Hund ist so süß.
Hier hatte Photoshop erkennbar größere Schwierigkeiten und offenbar noch ein bisschen grüne Farbe auf Lager, die es unbedingt loswerden wollte. Besonders hat es die Dame im Vordergrund getroffen. Vielleicht ist ihr aber auch nur vom Akkordeonspiel des Herrn zu ihrer Rechten etwas blimmernd geworden. Wir werden es vermutlich nie erfahren. Vielleicht wollten die neuralen Filter aber auch nur von den vielen grauen Händen ablenken. Ja klar, Siri. Hier zeigt MyHeritage, Adobe Photoshop, wo der Hammer hängt. Konnte man bei Adobe noch lästern, gewollt, aber nicht gekonnt, so zeigt MyHeritage hier, was es drauf hat. Yippie-ki-yay. Und ja, der rechte Akkordeonspieler hat tatsächlich gerne Lippenstift getragen, glaube ich. Und der Hund ist süß. Ähnelt das Foto in Schwarz-Weiß noch einem Fahndungsfoto, so wirkt es durch die Farben der neuralen Filter deutlich freundlicher. Aber ähnlich wie ein Elefant im Porzellanladen, zerstört Photoshop den guten Eindruck mit einem Farbspektakel in der Bildmitte. Zugegeben, die Wand wirkt dadurch weder hässlicher noch schöner. Bei MyHeritage wirkt die Tapete dagegen sehr viel angenehmer. Tapete, also. Photoshop zaubert hier ein opulentes bläulich-lilafarbenes Spektakel für uns hervor. Damit diese Farben mehr auf uns wirken können, scheint Photoshop dafür den Rest der Szene etwas trostloser mit Farbe zu bedecken. MyHeritage, wieder eine deutliche Verbesserung, das Bild wirkt lebhafter, die Farben stimmiger, umso mehr fällt auf, dass in der damaligen Zeit wenig Wert auf einen gepflegten Rasen gelegt wurde, lediglich das Gewächs im Blumentopf und ein einzelnes Blatt an einem Baumstämmchen bringen etwas grüne Farbe ins Spiel. Und einen Grill gibt's auch nicht. Langsam kristallisiert sich heraus, dass Photoshop ein Faible für die Farben Blau und Lila hat. Zwangsneurose. Das Mädchen, rechts unten in der Ecke, wurde offensichtlich nicht als solches erkannt. Alles Amateure. Ich sage nur, Blau und Lila. Aber das Mädchen, rechts unten, wird erkannt und eingefärbt. Na, immerhin. Wie gehabt, die Gesichter bzw. Hauttöne sind ordentlich koloriert. Bei der Kleidung gab es erkennbar Schwierigkeiten. Ebenfalls wie gehabt, die Gesichter wirken schärfer und sind ordentlich koloriert. Auch hier war es für das Programm nicht möglich, die Kleidung durchgehend fehlerfrei zu färben.
scharf, schärfer, am schärfsten. Danke, du Schmeichler. Nicht du, die Fotografien. Grobian. Das Foto wirkt wie unter einem leichten Dunstschleier, aber ansonsten wird ordentlich koloriert. Der Dunstschleier ist weg, die Farben sind etwas kräftiger aufgetragen. Quizfrage für die Jüngeren unter uns, handelt es sich hier um Mode aus den 1920ern oder den 1980ern? Scherzkeks. Was ist bloß los mit den neuralen Filtern? Es scheint so, als ob sie sich nie entscheiden können, in welchem Farbton sie Dinge einfärben sollen, und deshalb Farben für jeden Anlass mit in das Foto packen. Das könnte eine Erklärung sein. Schon besser. Sehr viel besser. Aber jetzt fällt umso mehr auf, dass irgendwer den Fußboden vorher hätte fegen sollen. Stimmt. Ein akramponiertes Foto, bei dem Photoshop sein Bestes gibt, aber viele Bereiche bleiben grau. Die tiefen Kratzer auf dem Foto würden sich mit Photoshop nur manuell entfernen lassen. Die Reparaturfunktion von MyHeritage zeigt, was sie kann. Der Zaun wurde repariert, alles wirkt schärfer und wieder einmal sinnvoller koloriert, auch wenn die Arme zweier Kinder nicht erkannt und gefärbt wurden. Okay, Zeit für Details. Und ohne überflüssige Kommentare von uns? Schaut einfach selber. Also, Freunde der Sonne. Was kann man abschließend sagen? Im Automatikmodus ist MyHeritage, Adobe Photoshop deutlich überlegen. Gesichter wirken lebendiger, plastischer. Auch die Farben passen scheinbar besser. Auch wenn sich letztendlich nicht beurteilen lässt, ob der jeweils richtige Farbton getroffen wurde. Es lässt sich in den meisten Fällen nicht mehr herausfinden, ob Oma Pasulke der ihre Bluse wirklich rosafarben war. Aber wenn die Färbung sauber und ohne irritierende Farbflecken umgesetzt wurde, ist das auch schon viel wert. In Kombination von neuralen Filtern und viel Handarbeit könnte man sicherlich mit Adobe Photoshop grandiose Ergebnisse erzielen. Aber die wenigsten dürften ausreichend Zeit und Talent haben, um gegen MyHeritage anzustinken. Außerdem dürfte die Motivation mit steigender Bilderanzahl entsprechend sinken. Aber was ist nun das Fazit? Es gibt keins. Das muss jeder selber entscheiden. Wer keinerlei Erfahrung mit Photoshop hat, für den stellt sich die Frage nicht. Wer kein Geld für die Software ausgeben kann und oder will, für den stellt sich die Frage nicht. Wer seine Verwandten weder in Schwarz-Weiß, geschweige denn in Farbe sehen will, für den stellt sich die Frage nicht. Siri? Markus? Es war schön mit dir. Entschuldige, das habe ich nicht verstanden. Ich sagte, es war schön mit dir. Das sollten wir wiederholen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Herrje. Darauf habe ich keine Antwort. Gibt es etwas anderes, bei dem ich dir helfen kann? Grundgütiger. Tschüss. Geht doch.